Mensch, der Jonas schraubt ja immer mit dem Schlagschrauber. Das gibt's doch gar nicht. Das probiere ich auch mal aus. Was ist denn jetzt los? Hä? Oh Gott, das ist ja alles verbrannt. Naja, vielleicht muss ich vorbohren oder wenigstens mal überhaupt ein Loch bohren. Sag mal, was ist denn das? Das passt ja hier überhaupt nicht rein. Was ist das für ein Mistding? Schlagschrauber sind zum Schrauben von Riesenschrauben. Von Schrauben zum Beispiel bei Autoreifen. Bohren kann man damit nicht. Das ist zumindest das, was man online oft sieht. Und das haben wir gerade auch gesehen. Für kleine Schrauben ist das Ding ungeeignet. Und bohren kann man auch nicht. Ich nehme lieber einen normalen Akkuschrauber. Oder ist das Quatsch? Wer mich und meinen Kanal schon länger kennt, weiß, dass ich seit einer gewissen Zeit eine maximale Vorliebe für solche Schlagschrauber habe. Gerne auch direkt aus Japan importiert. Die Frage ist natürlich, was soll das überhaupt? Das ist doch ein total spezielles Werkzeug, was im Prinzip für die meisten Anwendungen nicht geeignet ist. Das ist zumindest das, was man online liest oder was man denken könnte, wenn man sich dieses Werkzeug so anguckt wie ich eben. Bohrer passen da nicht rein. Die erste Frage ist, was ist eigentlich überhaupt der Unterschied zwischen einem Schlagschrauber und einem normalen Akkubohrschrauber? Beide drehen sich doch. Beim Akkubohrschrauber ist das System ganz einfach. Wenn wir den Schalter drücken, dann dreht er sich. Und das ist im Prinzip auch alles, was passiert. Sämtliche Kraftübertragung kommt nur durch diese Drehbewegung. Das heißt, egal ob wir schrauben oder bohren, diese Drehung und unsere Kraft beim Drücken geben vor, was da eigentlich passiert. Wenn wir uns einen solchen Schlagschrauber angucken, dann ist im Leerlauf erstmal alles gleich. Wir haben eine Drehbewegung. Wenn aber hier Kraft übertragen werden muss, kommt noch eine Schlagbewegung in Richtung der Schraubachse dazu. Und dadurch haben wir mehr Kraft und einen höheren Drehmoment. Das bedeutet, wir können größere Schrauben einfacher reindrehen. Ah, jetzt habe ich dich. Mehr Drehmoment. Was soll das? Haben wir im Intro gesehen. Bringt ja gar nichts. Naja, also bei einem Akkuschrauber können wir den Drehmoment ganz einfach einstellen. Je nachdem, welche Anwendung wir gerade machen. Online liest man oft, bei Schlagschraubern geht das nicht. Also ich habe 3 Schlagschrauber und bei allen kann ich ganz genau einstellen, was ich machen möchte. Ich habe natürlich nicht wie bei Festool hier solche Räder. Ich habe hier unten Knöpfe, wo ich einstellen kann, wie viel Kraft ich haben will. Bei meinem Hikoki-Akkuschrauber kann ich sogar an kleinen Bildchen auswählen, ob ich kleine Schrauben oder große Schrauben reindrehen will. Und genau das machen wir jetzt auch mal. Wir schrauben jetzt hier eine große und eine kleine Schraube ins Holz. Zuallererst mit dem Festool-Akku-Bohrschrauber. Das geht. Das geht auch. Und jetzt mit dem Schlagschrauber. Hä? Warum qualmt es denn jetzt nicht? Und Moment mal, das war ja nicht mal laut. Das stimmt. Wie bei jedem Akkuschrauber kann man auch bei einem Schlagschrauber so machen oder so. Man kann das mit Gefühl machen. Und wie man sieht, Schlagschrauber sind auch nicht immer übertrieben laut. Wir haben gesehen, wirklich ganz am Ende haben wir erst diesen Schlagmoment gehabt. Das heißt, es war überhaupt nicht wirklich lauter oder nerviger als ein normaler Akkuschrauber. Und bei der kleinen Schraube hat er überhaupt nicht geschlagen. Das heißt, viele dieser Vorurteile sind Schwachsinn. Aber eins ist natürlich ganz klar, bohren kann man damit nicht. Ich habe auch online gelesen, man kann mit einem Schlagschrauber nicht präzise bohren. Ich krieg ja gar keinen Bohrer da rein. Wie soll das denn gehen? Wir haben aktuell hier unseren Bithalter drin. Da passt natürlich ein runder Bohrer nicht rein. Wenn wir den Bithalter rausnehmen, haben wir hier immer noch eine Sechskantaufnahme. Das passt also nicht. Die Lösung ist aber ganz einfach. Es gibt ja nicht nur runde Bohrer, es gibt ja auch Bohrer mit Sechskantaufnahme. Und die kann ich einfach direkt hier vorne reinstecken und schon kann ich bohren. Und das funktioniert natürlich ganz normal, wie beim Akkuschrauber auch. Wow, und das war nicht mal laut. Wir können den Bohrer rausnehmen. Es gibt auch Senker mit Sechskantaufnahme. Und schon haben wir ein perfektes Loch,
was gesenkt ist. Für alle, die nicht überzeugt sind, es gibt auch Forstnerbohrer mit Sechskantaufnahme. Man könnte jetzt denken, mehr Kraft und mehr Drehmoment ist irgendwie unsicherer, aber das Gegenteil ist der Fall. Jeder kennt das, wenn wir mit einem Akkuschrauber hier rein bohren oder schrauben und irgendwann die Schraube oder der Bohrer festhängt, dann möchte sich der Bohrer immer noch weiter drehen. Das ist ja das Einzige, was er kann. Wenn er sich hier unten nicht mehr drehen kann, passiert das. Der Akkuschrauber schlägt aus, weil er ja irgendwo hindrehen muss. Das kann bei einem Schlagschrauber nicht passieren. Wir können jetzt hier gleich genau sehen, was passiert, wenn der Moment kommt, wo er anfängt zu schlagen. Der Schlagschrauber bewegt sich überhaupt nicht in diese Richtung, weil der Schlagmoment linear auf die Schraube übertragen wird. Das heißt, ich kann mit einer Hand das Ganze entspannt festhalten, ohne dass das Ganze so wegschlägt. Ich bin immer mehr als überrascht, wenn man so guckt, was für Mythen es so gibt. Schlagschrauber sind total blöd. Also ich würde mal sagen, in den letzten 5 Minuten haben wir gesehen, daran ist eigentlich überhaupt nichts blöd. Das ist einfach nur eine andere Art von Akkuschrauber, die im Prinzip genau das gleiche kann. Aber das ist alles viel teurer. So ein Set wie das hier, da ist die Aufnahme drin, da ist ein Satz Bits drin und ein Satz Bohrer und der Senker kostet 80 Euro. Also wenn man sich Bohrer und Bits einzeln kauft, kostet das das Gleiche. Und was ich halt immer wieder sehr schätze, ist, so ein Schlagschrauber an sich ist meistens ein extrem kompaktes Werkzeug. Wenn wir das vergleichen, haben wir hier unfassbar viel Kraft und trotzdem eine kleine Aufbauweise, ähnlich wie bei einem kleinen Festool-Schrauber. Und man hört es übrigens, ich sagte es ja schon mal, bei uns auf dem Dach wird auch gearbeitet. Und die donnern auch alles mit dem Schlagi rein. Einfach, weil das einfach geht. Was man dann noch dazu machen kann, das seht ihr bei mir auch, ich habe einen Mini-Schlagschrauber, aber einen riesen Akku, so einen 40 Volt Max-Akku. Das Ding ist, diesen Akkuschrauber habe ich schon lange und ich habe ihn tatsächlich erst 2-mal geladen, weil ich 2 Batterien habe und die einfach ewig halten. Und deswegen bin ich ein riesen Fan davon. Ich finde, es ist einfach ein geiles System. Es ist super präzise, es ist super kraftsparend. Man hat nicht das Problem, dass einem das Ding irgendwie aus der Hand schlägt, weil die Kraftübertragung an sich halt im Schlagschrauber ist. Und ja, in manchen Situationen ist es vielleicht mal etwas lauter, aber dafür ist es ratatatat, die Schraube ist drin und ich bin fertig. Und ich kann damit wirklich alles fest und lose ziehen, was es gibt. Auch Autoreifen. Also, Schlagschrauber sind mega nice. Das wollte ich nur einmal erklärt haben. Und das meiste, was ihr online dazu lest, man kann damit nicht präzise kleine Schrauben reindrehen, man kann damit nicht bohren, man kann damit nicht präzise bohren. Das ist alles ziemlicher Schwachsinn. Also streicht das von eurer Liste und wenn ihr euch fragt, was soll ich kaufen, wisst ihr jetzt, was so ein Schlagschrauber alles kann. Das gleiche wie so ein Akkuschrauber. Also, guckt euch das an und schreibt mit dem Hashtag Schrauber in die Kommentare. Was findet ihr besser? Ich sag's, wie es ist. Oh, der klingt auch immer ganz verrückt. Ihr müsst keinen Schlagschrauber aus Japan importieren. Das sage ich nochmal ganz deutlich. Es gibt auch in Deutschland tolle Modelle. Ich liebe die beiden. Tschüss!